Treia pe trei, șeți pinești, scolul primit drămul, terțoa, cum e ole, raptați le țuiz în aupro, podem tuhnă vrențile, nimeni să vă zmină doc, pe viesă. Eu am vrento a gonță specială gostundnis, cu zvori șos, Teco president vom Kanton Ola Frauenverband, Margit Ladner von Grüsch, möchte Sie recht herzlich hier zählen begrüßen. Es ist für einen Turnverein oder für die Turnvereine immer wieder eine Ehre, wenn vom Kanton Ola Turnverein oder vom Kanton Ola Frauenverband Vertreterinnen oder Vertreter da sind. Wenn ich gestern schon, Kim wissen es, aber es ist für die, die hier am Zuschauen sind, Kinder müssen nur die Vorstellung also direkt heim, ausser die Eltern sind bei ihnen. Es ist mir vom Schulrat so vorbei gekommen, ich kann da auch nichts machen. Also wenn das Programm dünn ist, müssen Kinder heim. Wenn Eltern da sind, die Kinder rumlaufen, dann müssen sie also die Verantwortung selber tragen, ich kann da auch nichts machen. Wir haben jetzt ein Programm zuerst. Die Einheimischen wissen das schon, wir haben das verschickt dieses Jahr in alle Haushaltungen. Wir gehen jetzt mit dem Programm ziemlich zügig die Tür bis zur Pause. Dann gibt es eine kleine Pause und dann können wir nicht raus. Verpflegen mit Getränk und Sandwich hat es glaubt und eine Hosen. Wir müssen gerade raus fragen. Wir haben jetzt früher mal etwas anderes ausgedacht. Und zwar werden jetzt die Leiter dieses Jahr Programm gerade selber ansagen. Die wissen gerade, wie sie es gestaltet haben und wie sie auf die Idee gekommen sind. Ich wünsche jetzt allen viel Vergnügen am ersten Tag bis zur Pause. Auch ich möchte euch recht herzlich begrüßen im Namen von Jugendliga Seelis. Wir wollen euch hier ein bisschen einführen in unseren Turnschulenbetrieb und zeigen euch als erstes eine Kombination von Bodenturnen, Paaren und kleinen Einlagen. Ich wünsche euch viel Vergnügen dabei. Thank you.
Sie hätten auch noch ein bisschen Stress, wenn Sie mir mit dem Baselhafter da ins Haus spult. Ich wünsche Ihnen dazu viel Vergnügen. Ich habe die Ehre vor einer halben Stunde eine besondere Gruppe an.
sagen, das freut mich besonders. Das sind unsere allerältesten Turnerinnen. Das ist der Altersturner oder Altersturnerinnen. Leider hat es keine Männerturner. Da sind es also vor. Und zwar ist schade, oder vielleicht schade, vielleicht gibt es heute Abend, oder können wir Sommer reden, Anregung, dass noch mehr mitmachen. Das ist so eine traurige Turnerinnen-Schade, die da drin ist. Also ich möchte Ihnen heute Abend, dann habe ich es mit Lampenfieber aufzutrennen. Aber ich bin sicher, das auch. Vorher haben Sie eine Gymnastik mit einem Gerät, einem Ball, und der Leitung von der Brigitte Natalia. Und auch begleitet wird mit einem Musikstück von Oberalp Romanza. Ich wünsche dir viel Glück. Thank you.
Wir beenden Teil eine kurze Pause mit Ihnen. Wir können draußen mit Getränken. Liebe Gäste, wir fahren gleich weiter im Programm. Das ist der Ort Sport. Wir haben jetzt noch vier Turnvorführungen. Und zwar haben wir in der einen, da haben wir dann noch Gäste. Das wird die Leiterin dann persönlich noch ansagen, wer das ist. Anschliessend gibt es noch mal eine kleine Pause von circa eine Viertelstunde. Also, können auch noch 10 Minuten sein. Und dann haben wir noch ein Theaterli. Das kann ich dann noch ansagen, genau von wem es das ist. Ich wünsche jetzt noch viel Vergnügen in den nächsten vier Vorführungen.
Sehr bedingt, Damen und Herren, wir haben eine kleine Änderung im Programm. Wir tun das Bodenturnen, wir vorzeugen und das letzte machen wir drauf und drauf. Nicht, dass ihr Teil meint, jetzt wenn wir Bodenturnen, dass ihr auch und drauf. Ich wünsche euch viel Vergnügen.
Hey you, boy, with leave off glasses and suede shoes. Come in. Welcome to one.
hat es so eine kleine oder eine größere Pause gegeben, aber es ist leider nicht zu vermieden. Es ist nicht von uns schuld, sondern es ist vom Turnhallenbord schuld, dass wir immer diesen Umständen haben, wenn wir auf der Bühne etwas umstellen müssen. Ihr werdet jetzt sehen, dass Turnerinnen und Turner nicht nur turnen können, sondern dass sie auch Theater spielen können. Damen und Herren sind also alle, die hier mitspielen sind, vom Damen- und Herrenturnverein, die aktiv dabei sind, spielen die einen Einakter, und zwar heisst er Heiraten verboten und ist geschrieben von Josef Brun. Und in dem Einakter könnt ihr euch vorstellen, so wie es geht, wird ihr da nichts vorher wegnehmen. Ich will nur noch kurz eins sagen. In der Regie und auch hier in dem kleinen Tischchen drin, ich glaube, es ist nicht so ein grosser Mann drin, aber es ist ja so, haben wir zwei Ehrenmitglieder vom Turnverein Seelis, wo sie also freiwillig für das gestellt haben. Und das möchte ich ihnen ganz herzlich verdanken. Ich möchte jetzt aber nicht mehr länger kommen, dass ihr auch wieder daheim könnt. Ich wünsche jetzt viel Vergnügen mit Heiraten verboten. Ich weiß nicht auch, Freda. Kalt
Millionen zu löten. Trainer, komm mal ein bisschen auf den Schoss. Ich tue dir sicher nichts. Komm nun. Siehst du, deine Nähe fängt schon an zu wirken. Ich spüre richtig, wie die Temperatur steigt. Spürst du, wie mein Herz kumpert? Herr Küssi, gut Moment. Es hat auch ein paar Leute. Sag dir, es sind niemand daheim. Ja. Heiba, Zeug. Gerade bei der Liebe wird man gestört. Du bist es, Felix? Ja, ist es, Felix Fräulein. Für ein Bierkuchen. Du hast du mich nicht schaffen. Ich habe extra frei genommen, wegen dir. Das ist keine Frage. Schon. Aber wir haben doch einen anderen Erstein wohl gesehen. Und jetzt bist du schon da. Ich weiss ja noch nicht einmal, ob ich dich überhaupt gerne habe. In der Liebe muss man sich Zeit nehmen. Papa, na Papa, wir leben doch heute im 20. Jahrhundert. Schau da, Schatz. Was gibt's für das? Aha, du willst go baden? Ja, nicht allein. Sie sehen. Geh jetzt auf.
einfach verstehen, dass sie in deiner Nähe nicht gar ein fröhliches Mannenvolk waren. Ich habe mir darum meine Lebte geschworen, ich werde nur eine Jungfrau heiraten. Dann haben sie aber Pech gehabt. Ich bin ein Skorpion. Ein Spion? Ein Mann? Ja. So, habe ich noch halber Ding. Drum hat der andere auch begrüßt. Und ich, Esel, habe die Hoffnung schon fast aufgegeben. Aber Herr Führer, ich kann sie doch nicht heiraten. Was denken denn da die Leute sagen? Sagen? Ja, da gibt es wieder ein paar Schuhe. Herr Füderli, ich will aber nicht. Kind? Ja, das kommt halt ganz auf dich drauf an. Ja. Herr Füderli, ich heirate nicht. Ich bleibe ledig. So. Ja, so. Ich auch. So eine Hochzeit hat sowieso nur einen Haufen Geld kosten. Wir können dann gleich ein bisschen gerne haben, als Vreneli. Aber nur ein Witz? Ich weiss gar nicht, wie ich dir soll danken soll, für dass du alle so lieb und gut zu mir bist. Vielleicht mit einer kleineren Lohnaufbesserung. Weißt du was? Ich könnte dir mein Vermögen vermachen. Ja, das ist etwa nicht wenig. Hä? Höre ich nicht recht? Mindestens 10 Millionen Bargeld sind es. Und der Palast hier könnte ich auch gerne haben dazu. Natürlich, erst wenn ich gestorben bin. Aber das wird ja nicht mehr lang dauern. Herr Küderli, wenn Sie mich zum Narren haben, Sie spassen doch. Aber eins muss man versprechen. Nur eins. Aber das wird für dich ja kein Problem sein. Das kommt doch nicht schon wieder. Du darfst deine Lebtung nie heiraten, sonst. Was, sonst? Sonst wird die Erbschaft ungültig und mein ganzes Vermögen. Ich habe meine Neffe. Sie sind eine Neffe? Ja, den. Zu Amerika lehren, Tochter. Ah, soll nun dort bleiben. Dann habe ich wenigstens Ruhe von dem Säumel. Sollte ich mir sowieso noch erben, bevor das mir die Augen gedruckt hat. Ja, den. Aber Herr Küderli, ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Meiner lebt dich kein Mann. Ich würde mich auch wundern, für was dass du einen Mann brauchst. Verwarten. Mit 10 Millionen bräuchtest du ja wohl sicher selber teuer. Es geht ja nicht nur ums Geld. Es geht auch um die Liebe. Hä? Um die Liebe. Ha, ja, wegen dem mach dir du noch keine Sorgen. Vorläufig bin ich einmal lange da. Ja. Dann wärst du also einverstanden. Du musst dich entscheiden. Das Angebot hier nur für 5 Minuten. Die schreiben am Abend das Testament. Kannst du auch wieder unterschreiben? Oder nicht? 10 Millionen. Jetzt muss ich wählen. Entweder Felix oder das Geld. Aber habe ich überhaupt gerne? Ich habe einfach das Gefühl, dass das nur ein Schraubführer ist. 10 Millionen. Was soll ich auch machen? 5 Minuten. Das ist nicht gerade viel für eine so eine wichtige Entscheidung. Nein, nein. Scheiden gilt ja nicht. Ich glaube, ich sage ja. 10 Millionen. Kann man schließlich nicht einfach am Boden auflesen. Und der ist noch der Palast. Ich komme mir einmal vor wie eine Prinzessin. Nur eins fehlt, der Prinz.
überlegt. Ja, Herr Küderli, ich nehme das Angebot an. So ist recht, Vreneli. Ich habe doch gewusst, dass du ein gescheites halber Köttli bist. So, kannst du das Gramm unterschreiben. Du musst es aber zuerst noch durchlesen, ob du mit diesen Bedingungen einverstanden bist. Der Unterzeichnete, Max Küderli, geboren am 6. Dezember 1905, vermacht nach seinem Ableben seiner Haushälterin Vreni Heinzer, geboren am 25. Dezember 1965, sein ganzes Hab und Gut, bestehend aus dem Grundstück Nummer 147, einer Villa, einem Wohnhaus und 10 Millionen Franken Bargeld. Dieses Testament ist aber an folgende Bedingung gebunden. Sollte Vreni Heinzer aus irgendeinem Grunde einen Mann heiraten, so verfällt mein sämtliches Vermögen an meinen Neffen Urs Vollmoos. Diese Verfügung ist nicht mehr änderbar und muss sofort bei meinem Notar auf der Gemeindekanzlei hinterlegt werden. Der Erblasser Max Küderli, Seewis, 4. November 1989. Nachtrag. Die Unterzeichnete Vreni Heinzer erklärt sich mit den obgenannten Bedingungen des Erblassers Max Küderli einverstanden. Jetzt musst du nur noch deinen hübschen Namen drunter setzen. Und schon ist alles in bester Ordnung. Seewis, 4. November 1989. Felix Heinzer. Felix? Da, das ist doch hübscher Kuhhahn, wie er da ausgemacht hat. Weißt du, Vreni, das hätte ich nie gedacht von dir. Pui, und noch einmal Pui. Felix, jetzt tu doch nicht so. Wir sind schließlich nicht geheiratet miteinander. Und wären es auch nie geworden. Jawohl, jawohl, verboten, für immer. Da ist doch nur der Art Gruppensagen die Schuld dran. Was für ein Schwager. Felix, komm du an dich ein bisschen beruhigen. Es hat doch noch mehr gewonnen. Ein liebes Kind. Schon? Nicht so liebes, wie du weißt bist. Eben nicht. Hallo, Freya. Komm. Jetzt gehören wir noch die Bahn an meinen Arm. Mehr Rache als eine Barmherzigkeit ist.
Felix gegangen. So, so. Sie sind gerade momentan hier heruntergekommen. Was? Ja, sagen wir, wenn man ist, wenn man von der Liebsten einen Korb bekommen hat. Ein Korb? Ja. Ich mach noch an! Ich mach noch an! Halt, halt! Nur noch mal!
Schnurren wir doch rein. Am besten, fragst du Vreni. Vreni? Ja, jetzt sag nur noch gerade. Spür die Pfanne bei meiner Freundin. Eben habe ich. Aber auch die Schulter du löscht. Es sieht aber nicht gerade danach aus. Sag, was ist los? Ich mag es nicht erzählen. Ja, ja. Ich kann mir ja vorstellen, was passiert ist. Ich habe es ja gesehen. Ciao, Lois. Felix, begreifst du eigentlich mir, dass du für die Liebe mehr brauchst als nur Sympathie? Dir muss eine nur schöne Augen machen und schon bist du Feuer und Flamme. Du musst doch bei beiden Bunken schlafen und nicht nur bei dir. Und dass die Vreni und du nichts zusammenpasst. Natürlich, du merkst ja alles. Weißt du auch, dass ich fast ein bisschen eifersüchtig geworden bin, als du immer mit dem Vreni bist und tanzen? Doris, du meinst, du bist eifersüchtig geworden? Wegen mir? Ah ja, ich hab gesagt, nur ein bisschen. Doris! Halt! Doris, du nicht so schnell. Du bist einfach viel schutzig. Aber Strohbühne brennt zwar schnell, aber kurz. Es gibt Heiß und drüber aber Haar. Zurückbleiben! Du hast nicht den einzigen Glut. Das Flammen muss langsam abbrennen. Ganz langsam. Wenn sie lag näher wie Wärme lag. Hey, hat's bestanden? Du es nicht. Du redest präzise wie ein Paar. Wo wir am alten Senn noch die Haare zöpfelt haben.
Der ist auch recht. Hoffentlich bekommt der Kütterli keine Spritze rüber. Die hat er dann nämlich gar nicht gar. Thank you.
Schäferin. Mir steht es gerade ausfallen. Bitte, rede! Junge Mann! Frau, mit einer so grossen Oberweite. Ist schon all bei mir Schwäche gewesen. Jetzt langsam, sie, Robert! Laura, ist das alles echt? Wissen wir, was wir sind? Ein unverschämter Kari! Schimmel! Oh, Laura, hübsch hätte sie das gesagt. Ich bin so verliebt in sie. Bitte, gehen Sie mir noch ein Spritzchen. Also, Selbstverständlich. Also, auf Wiedersehen, Herr Güderli. Medikament kann ich Ihnen auf den Nachttisch stellen.
Frau Doktor, warten Sie noch geschwind. Hoi, hier dort. Gehen einen Moment aus. Ich muss da noch etwas Wichtiges besprechen mit der Frau Doktor. Hopp, abfahren! Sofort! Adieu! Das ist ja nur Grüße! Was hat
Wow, du mit Alzela, eine Mixer.